Erleichterung bei Sissi Böhm. Die Tochter des Schauspielers Karl-Heinz Böhm muss in ihrem Entführungsfall nicht mehr aussagen. Denn der 26-jährige Täter gesteht die Tat. Der Kroate gibt zu, die 61-Jährige im Dezember 2016 in einer Innsbrucker Tiefgarage entführt zu haben. Wenig später ist die Entführung allerdings vorbei, als der Täter in einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Dabei wird das Opfer schwer verletzt. Dem Täter gelingt die Flucht. Er wird allerdings von Zeugen fotografiert und kann wenig später festgenommen werden. Sissi Böhm liegt nach der grausamen Entführung noch in einer Spezialklinik in Süddeutschland. Mit dem Geständnis des Täters bleibt ihr jetzt die Aussage erspart.